Auf mein Kommando. Mir nach. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier? Eine 15er, also eine 13er Priester-Rune. Mhm. Schickt Verstärkung! Sogar mit etwas Fernkampf. Und eine Kämpferrune. Ja, die könnte Gitzo ersetzen. Auf mein Mir Kommando. Nach. Für die Freiheit! Auf mein Zeichen. Kämpft, Männer! Das ist ein Hinterhalt! Schlagt sie zurück! Bereit. Sofort. Für die Rune! Ich habe keine Angst! Verstärkt die Deckung! Auf mein Zeichen, sofort! Zum Angriff! Verstärkt die Deckung! Bereit und los! In die Schlacht! Wo kommt der Whisper-Schrecken auf einmal her? Ja. Folgt mir! Folgt mir! Gut, wir ziehen uns jetzt erst einmal hier hoch zurück. Folgt mir! Dann können hier unten nämlich in Ruhe ein paar Gegner respawnen, während wir die neuen Helden in Dienst nehmen. Also Gitzo und unseren Priester. Die werden beide ausgetauscht. Ja, und auf Stufe 17 kann ich dann nochmal austauschen. In der Zwischenzeit kann ja das eine Grab hier nochmal das Tal ein bisschen füllen. Also, tut mir leid, geht's so. Tut mir leid, Priester. Ihr beide seid jetzt leider ausrangiert. So, du bist ein Kämpfer, so wie du eine Kämpferin bist. So, das heißt, wir gucken nach Einhandwaffen für dich. Du kannst auch weiße Magie-Natur, ha? Also kriegst du zwei stumpfe Kurzschwerter, weil was Besseres hätten wir gerade nicht für dich. Waffentechnisch. Windstahlpanzer. Dunkle Lederhosen. Oh, wir können dich auch gleich mal rufen. Ausrüsten können wir euch ja im Nachhinein, ne? Guter Lederhelm. Katzenring. Und ja, ein Ring des Kampfrausches. Was Besseres haben wir für dich nicht. So, für dich haben wir den hier und den Mana-Ring. Ach, Kopfschmuck-mäßig. Ja, ein rungravierter Helm von mir aus. Dann die Bannsängerrobe. So. Gucken wir mal, was könnt ihr? Dornenschild und Zuflucht kannst du? Oh, eine Aura der Heilung. Das ist praktisch. Oh, und guck mal, das Tal ist wieder etwas bevölkert. Naja, bevor wir mit der Hauptstory fortfahren, wollte ich eigentlich erst einmal
also den Mord der Hohen Priesterin machen. Und die Seiten in dem Frostfall finden. Aber die Rune befiehlt? Tatsächlich gerne etwas stärkere Helden. Also gucken wir, dass wir vielleicht noch... Ja, ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln hier unten. Oh, du bist nur auch? Okay. Zu Befehl. Verstanden. Ja, vorwärts. Du kannst nur auch. Und das heißt, wenn wir irgendwann den Priester, die Hexe hier ersetzen durch den Hexer. Folgt mir. Vorwärts. Du bist 14 und du bist 12. Das heißt, eigentlich wirst du bald wieder ersetzt werden. Und los! Nämlich durch den eisernen Soldaten. Folgt mir. Den wir da auch noch gekriegt haben. Sofort. Und los! Zum Angriff! Vorsicht, Gegner! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Verstärkung! Schickt Verstärkung! Auf mein Zeichen! Stehe bereit! Bereit! Mir nach! Für die Rune! Linien müssen halten! Vorwärts! Zum Angriff! Auf mein Mir Kommando! Nach. Die Rune ruft. Bereit. Und los. Naja gut, ich würde sagen, die Folge hier können wir noch hier leveln. Du bezwingst mich nicht. Ein bisschen. Dann machen wir den Mord an der Hohen Priesterin, indem wir uns die Leute anhören und hoffen, dass wir dann genug Erfahrungspunkte haben, um Level abzukriegen, damit wir die beiden da benutzen können. Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Und ja, in der Zwischenzeit können wir uns mal unser Inventar so durchgucken. Schlagt sie zurück! Also wir haben die drei Teile des Klingenwebers, aber noch keine Rune, um sie zu aktivieren. Wir haben jede... Ja, Sonnenmünzen könnten mal ein paar mehr werden. Sie sind überall! Und ja, waffenmäßig Verkauf, Zeug verkaufen müssen wir auch irgendwann mal gucken. Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Oh, da ist wieder so ein Wisperschrecken da unten gespawnt. Stand halten, Männer! Ah, oh, wird langsam. Ja, noch 5 Minuten, dann reißen wir den... Schlag sie zurück! Die letzte Krypta ein, gucken, ob nochmal was spawnt. Und da sind wir hier auch fertig.
Ich glaube, da können wir es für eine ganze Weile. Sie sind überall. Power Level sein. Schließ lassen. Die Reihen. Also ich wüsste dann noch einen Ort, wo wir Power Leveln können, wenn wir 20 sind. Um. Schließ die Reihen. Also spätestens dann, wenn wir die Runen hier benutzen können. Können wir nämlich in Frostfall und in Viratur die Truppen des Roten Imperiums dort besiegen. Verstärkt die Deckung! Aber bis es soweit ist, haben wir noch ein gutes Stück Story vor uns. Schließ die Reihen! Geister! Verstärkt die Deckung! Schlimm ist ja so gesehen, dass wir schon im zweiten Akt durch sind. Also den Feuerband zu besorgen, konnte man gut als zweiten Akt bezeichnen. Das war unser kleiner Abstecher zurück nach Fiara. Wenn wir ins Rote Imperium jetzt dann vordringen wollen, heißt es zurück nach Urgaf. Und ja, der Spawn da auf mein Zeichen. Der spawnt hier unten, obwohl das... Schließ die Reihen! Keinerlei... Haltet durch, Männer! Ja. Wo es da keinen Sarg mehr gibt, also keine Krypta. Feindlicher Angriff! Du bist... Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Du bist 12 und du bist 15. Ja, das sollten wir auf jeden Fall... Feindlicher Angriff! Die beiden dann austauschen. Schickt Verstärkung! Und zwischendurch mal kurz speichern. Schlagt sie zurück! Zu euren Diensten. Nicht, dass uns aus Versehen der Fortschritt durch irgendwas verloren geht. Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Bereit. In die Schlacht! Auf meinen Befehl. Haltet durch, Männer! Schnell! Feindlicher Angriff! Zum Angriff! Die Ahnen sind mit uns. Standhalten, Männer! Ja, wenn wir uns ansehen, wir sind gut dabei. Kurz vom Level abzustehen. Ich hoffe einfach mal, dass die Nebenquest dann ausreicht. Vielleicht kriegen wir ja nochmal Erfahrungspunkte, wenn wir den letzten... Wir werden angegriffen. Die letzte Krypta einreißen oder spawnen noch einmal Gegner. Hier, für die Freiheit! Werden wir gleich herausfinden. Wir reißen das Ding nämlich jetzt ein. Schlagt sie zurück! Wie ich versprochen habe. Stehe bereit. Verstärkt die Deckung! Bereit. Für die Rune! Hier. Sofort. Und los.
So, kriegen wir aber nichts mehr. Auf mein Kommando. Schnell! Mir nach! Vorwärts! Gut, dann kümmern wir uns um den Mord.